Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von Transformers Rise of the Darkspark. Natürlich passend zum Kinofilm gibt es auch wieder ein Transformers-Spiel. Diesmal nicht von den High Moon Studios, die die letzten beiden Transformers-Spiele gemacht haben, sondern ein neues Studio. Das Ganze ist kein Vollpreisspiel, kostet nur 30 Euro. Die Grafik ist natürlich nicht unbedingt Next-Gen. Dennoch spielen wir das Ganze hier auf der Xbox One und ich würde sagen, wir legen direkt los. Earth, a primitive planet infested with an indigenous population of organic life forms. Last refuge of Optimus Prime and the Autobots. You can't hide forever, Optimus. Gather your men. We're setting down at the impact point. Lockdown, sir. What was that? It is the past come calling. Drift, do you read? Optimus! What is this insanity? What is the meaning of this attack? I do not know, but we are encountering heavy resistance. You must hurry. Not a problem. At Drift, you'll need to secure additional firepower. So, da wären wir. Kapitel Nummer 1. Ja, die Grafik sieht natürlich nicht besonders gut aus. Dafür haben wir aber direkt hier erkannt die Originalstimmen. Optimus Prime, gesprochen von Peter Cullen, der das Ganze schon seit den 80er Jahren macht. Diese markante und beruhigende Stimme erkennt man immer wieder sofort. Und allein deswegen will ich schon dieses Spiel hier durchspielen. So, mal hier drüben hin, ganz gemütlich. Es geht hier nur die Welt unter. That will not pose a problem. Such crude weapons are plentiful, it seems. Get that weapons locker open already. Yeah, we're already behind schedule for the rendezvous. Okay, wir selber hier spielen Drift, den Samurai unter den Autobots der Japaner, könnte man sagen. Und hier machen wir den Klingensprint mit RB. Bams! Sauber weggeholt. So, was haben wir hier? Interagieren. Ach, die Dinger hier, die kennen wir ja noch aus den alten Teilen. So, Neutronensturmgewehr. Na, was nehmen wir mit? Die meisten Sachen sind hier wohl noch gesperrt. Die kriegen wir so nach und nach. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier zu Beginn erstmal das Sturmgewehr mitnehmen. I do not relish this, Optimus. I forsook guns to walk a more honorable path. I know you favor the sword now, but the gravity of the situation requires more advanced weaponry. So be it. Alles klar, zoomen können wir auch. Despite my attempts to move on. My past always lurks just behind me. Ich denke mal, die Waffe können wir auch wieder wechseln. Yep, hier drüben die Seite zumindest. Ist immer ganz nützlich. Okay, die Steuerung ist genauso wie in den letzten beiden Teilen. Nur aus irgendeinem Grund die Grafik nicht. Die sah eigentlich damals richtig gut aus. Drift, what is your status? I have retrieved the weapons. We should be within the sensor range. I am marking your route to the rendezvous now. I see it. Optimus. The enemy forces are numerous. And heavily armed. This does not bode well. Yet we must thwart their designs. Agreed. It is every Autobot's duty to stand against tyranny. The riverbed will lead you to the traffic tunnels. We will meet you on the other side. Okay, wir sind natürlich mal wieder hier der Widerstand, die letzte Hoffnung für die Menschheit. Und natürlich können wir uns verwandeln. Bams. Mit einem Boost dabei. Leider, wenn ich hier im Nitro-Modus drin bin, kann ich nicht schießen. Und wir müssen hier mal das Geröll aus dem Weg räumen. Aber ich verstehe gerade nicht, was mit Activision los ist. The Amazing Spider-Man 1 sah eigentlich ziemlich gut aus. The Amazing Spider-Man 2 war ein deutlicher Schritt wieder zurück, was die Grafik angeht. Die Engine, die haben sie ja. Und genauso hier bei Transformers. Die letzten beiden sahen eigentlich ziemlich gut aus. Und jetzt hier wieder ein weiter Schritt zurück. Und ich weiß nicht genau, warum. Alles klar, Moment. Moment. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Das wird nix. Das wird nix. Ich kann irgendwie nicht lenken, wenn ich hier im Boost drin bin. Man sieht's ja hier. Ich kann nicht so wirklich seitlich lenken. Aber jetzt guter Winkel und... Bam! Okay, das wurde nix. Egal, wir können auch so rüberspringen.
Na, verflucht. Ich wette, die drei hier hätte ich auch Stealth wegholen können. Und komm schon hier drüben hin. Ich will hier so ein bisschen meine Klingen schwingen lassen. Na, wo rennen sie rum? Alles klar, hier zwei auf einmal. Wir können hier diesen Angriff so ein bisschen in die Richtung von einem anderen Gegner lenken. Oh Gott, hier oben sind ja noch mehr. Okay, den hätten wir. Munition bekomme ich hier keine. Our foes are not Decepticons. Who are they? They seem to be Cybertronian mercenaries. If they are here, Lockdown is likely behind this attack. Mercenaries? A profession without honor. What profit is there in attacking the humans? I do not know, but I intend to find out. Okay, hier drüben einmal Munition und die Dinger hier sind, soweit ich weiß, Lebensenergie. Also man sieht, wir haben nicht unendlich viel Munition. Wir müssen hier durchladen. Ich habe eine Rüstung mit dabei. Aber ich denke mal, Lebensenergie bekomme ich nur durch diese Würfe. Zerlegt. Boah, da hinten war ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Wo genau sind wir denn hier? Okay, ich hätte eben gerade nur die Klingenangriffe machen dürfen. Alles klar, das hätte mir aber auch jemand mal sagen können. Ich meine, jetzt kann ich so oder so rumfeuern. Bams! Oh, mir geht hier gerade die Munition aus. Aber aus irgendeinem Grund liebe ich solche Spiele. Ich weiß nicht. Diese billigen alten Spiele erinnern mich immer so ein bisschen an PS1, PS2 Zeiten, wo die Spiele noch nicht so hochwertig waren. Alles klar, düsen wir hier ein bisschen rum. Na, hier drüben, irgendein Geheimnis, kann man irgendwas mitnehmen. Damals konnte man, soweit ich weiß, irgendwelche Audiologs finden. Im letzten Teil. Aber ich denke mal, hier gehe ich gerade leer aus. So much want and destruction. Prime, I don't see any humans. Are they? The humans never asked for our war, but they have prepared for it. The civilians were swiftly evacuated, thanks to their emergency protocols. Those protocols exist because they don't trust us, Optimus. Perhaps our actions today will change their minds. Or confirm their fears. Okay, ich denke mal, wir sind hier in New York. Irgend sowas in die Richtung wegen der riesengroßen U-Bahn hier. Drift, there are numerous mercenaries stationed outside the subway station. Thank you for the warning. It looks like they're using it as a staging area. And I will reduce their numbers before I reach you. Alles klar, was haben wir hier? Es lädt. Einfach so mal mitten im Spiel lädt es. Weil die Grafik so brachial ist. Gut, kann ich irgendwas Neues mitnehmen? Ich denke mal, die Dinger hier müssen wir kaufen. Hier drüben sehen wir auch Upgrades. Kann ich jetzt leider auch noch nichts machen. Sonst kann ich hier wirklich gar nichts mitnehmen. Auch keine andere schwere Waffe oder irgendwelche Granaten oder sonstiges in die Richtung. Alles klar, wo rennst du denn rum? Aha, hier drüben. Ich weiß gar nicht, können wir hier Stealth vorgehen? Wenn wir uns an die Gegner irgendwie ranmogeln und sie nur von hinten wegschlitzen? Nope. Der hat mich direkt gesehen, aber die anderen, doch, die sind auch alarmiert. Na gut, ein bisschen rumballern. Alles klar, Junge. Bam! Boah, Granaten! Highlights!
Alles klar, der hält eine Menge aus und hinter mir ist eine Armee. Oh shit, keine Rüstung mehr, keine Rüstung mehr. Alles klar, hier mal schön in Deckung gehen. Man sollte die Gegner dann wohl doch hier nicht so unterschätzen. Aber ich finde, Drift hat einen coolen Angriff. Ich mag sein Design. Der sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Japanobot. Sehr schön, hier zwei auf einmal. Okay, Munition wäre ganz gut. No! Der hat gar nicht den Angriff gemacht. Keine Rüstung, keine Rüstung. Aber jetzt, komm schon. Säbel sie weg. Ohne Rüstung halte ich wirklich verflucht wenig aus. Na? Okay. Na also, geht doch. Boah, noch einer? Wie viele kommen denn hier? Es nimmt kein Ende. Die werden gerade da hinten auf dem Band produziert. Frisch produzierte feindliche Transformers. Können wir die hier auch schlitzen? Ich weiß es gar nicht. Doch, geht's. Okay, mein Nahkampf ist ein bisschen OP. Na, wir holen den hier weg. Boah, da fliegen die Raketenwürfel mitgenommen. Ein Schuss, die halbe Rüstung ist weg. Wunderschön halbiert. Okay, sagt mir, dass ich durch bin. Ich habe ein neues Missionsziel. Lockdown's forces are headed for the crater. We see them. We are nearly at your position. Sehr schön, wieder zwei direkt weggeholt. Ich bleib dran, ich bleib dran. Okay, wir haben Verstärkung. Optimus Prime, Bumblebee. Irgendwie dachte ich immer, Optimus wäre deutlich größer als Bumblebee. Bewegt ja gar nicht so. Okay, Bumblebee, Rückendeckung geben. Teamwork. Das ist die große Stärke der Autobots. Lockdown. Why doesn't he fire? We must not be his target. Autobots, roll out. Lockdown. Er will irgendwas anderes. Am Anfang haben wir ja diesen Stein gesehen, diesen Meteoriten. Ich denke mal, hinter dem ist er hinterher. Na, hier unten kann ich durch. Und komm schon, drei auf einmal. Sehr geil, Bronze hier bekommen. Ein bisschen Muni nehmen wir mit. Alles klar, wir gehen nach unten. Was soll das hier für eine Stadt sein? Trauriges Piepsen. What could have wrought such destruction? There is no honor in this. Aber wo sind die Menschen? Wieder so ein spontanes Laden. Muss man sich dran gewöhnen. Auf einmal hängt irgendwie so ein bisschen das Bild. Haben sie die wirklich alle rausgeholt? There, in the center. It looks Cybertronian. By the Allspark.
It cannot be. What? Is that the Matrix of Leadership? Yes, Drift. And it has shown me the awful nature of this fallen relic. Autobots, Lockdown is not here for us. He seeks to gain possession of the Darkspark. We must not let it fall into his hands. What is this Darkspark? A weapon? Something far worse. Okay, eine neue Wumme hier drüben. Got another one. Yep, den Verschrotter bekommen. Kennt man bereits aus den Vorgängern. Alles klar, hier noch einen weggestückelt. Oh yes, genau so will man das sehen. Boah, die Frames gehen hier gerade ganz schön nach unten. Kaum zu glauben bei so einer Grafik, dass es wirklich ruckeln kann. Der eine hier rennt mitten in die Flammen rein. Interessiert ihn null. Alles klar, wir gehen mal hier drüben hin. Ich habe wenig Mumpe hier mit dabei. Okay, wir müssen nur hier alle aus dem Weg räumen. Einfach nur überleben. Ich wechsle hier mal die Knarre. Und schon ruckelt es weniger. Wahnsinn. Der Verschrotter hier verschrottet das Spiel. Oh, Granate. Bumblebee, Rückendeckung. Okay, der Schutzschild ist weg. Die hier hole ich mir noch. Und dann ziehe ich schon wieder los. Na, Moment, den hole ich mir auch noch. Alles klar, Moment, Munition brauche ich nicht. Autobots, ineffectual as ever. Hand over the Darkspark, Lockdown. And what price will you pay for it, Optimus? This is not a device to haggle over. It is unbelievably dangerous. You are meddling with powers you cannot comprehend. Do the right thing, Lockdown, and simply hand it over. How honorable you truly are, Abram. Alas, I see no profit in merely giving you my prize. I decline. Oh, Optimus, can't you see? I have already won. You just don't know it yet. Coward, come back! I thought this day would never come. What's going on, Optimus? We have just witnessed a dark legend come to life.